Ich muss was verändern, aber ich brauche wieder Unterstützung. Eben, was muss man verändern? Weil ich hätte mich wirklich in eine nächste fachliche Ausbildung gestürzt. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Peter und willkommen zu einem neuen Erfahrungsbericht hier auf dem Hit the Beat YouTube-Kanal, heute mit der lieben Corinna. Wir beide hatten ja schon mal die Ehre. Damals ging es um die fachliche Hit the Beat-Ausbildung. Heute geht es aber explizit um das Business Coaching. Das heißt mittlerweile bei uns Passion to Business, sprich, wie man aus seiner Leidenschaft endlich auch finanziell erfolgreich wird, aber auch stressfrei und glücklich. Und heute sprechen wir genau über das Business Coaching. Bevor wir das machen, Corinna, stell dich bitte noch einmal kurz vor. Ja, ich bin Corinna, ich komme aus der Schweiz, bin gelernte Physiotherapeutin, habe aber auch ein eigenes Studio aufgebaut, wo ich Kurse gab, unter anderem eben auch Hit the Beat dann nach und nach. Und ja, ich habe einen Mann, zwei Kinder. Die Tochter, die ist eben behindert, also einen sehr, sehr großen Aufwand. Großes Haus, Hund. Wirklich sehr, sehr, sehr viel zu tun und trotzdem nebenbei extrem viel gearbeitet für sehr, sehr wenig Geld. Danke dir dafür, dass du die Leute abgeholt hast und das ist auch ein guter Aufhänger für mich. Kannst du mir sagen, bevor wir das Business Coaching angefangen haben, wie war da wirklich deine Situation in deinen Worten? Wie hast du die Kunden betreut? Wenn du magst, kannst du über dein Verdienst sprechen. War es pro Stunde? Wie genau bist du bei denen vorgegangen? Wie war das Gefühl? Wie war dein Alltag oder die Arbeitswoche? Ja, ich habe ja so immer so 30 bis 40% als Physiotherapeutin gearbeitet und habe dann mir das Studium ermöglicht. Ich habe schon immer am Anfang gesagt, okay, ich muss ja erstmal beginnen. Und ich beginne halt so, dass ich einfach die Miete sicher drin habe. Ich habe da eher eine hohe Miete gehabt und habe gesagt, okay, die muss einfach halt auf null rauskommen. Ich muss wie nichts verdienen, aber ich möchte nicht mit der Physio quer finanzieren müssen. Aber ja, und ich muss immer wieder schmunzeln, weil ich weiß, du hast mal einmal auf Instagram so einen Post gehabt und überlegst du dir schon wieder, irgendeinen Kurs zu machen oder eine Weiterbildung zu machen. Und ich saß da und dachte, ja, also was mache ich als nächstes, dass ich noch mehr Kurse anbieten kann? Und dann kamst du total falsch und ich so, okay, ich kann das wieder beiseite schieben, muss ich nicht machen. Es war wirklich so. Ich habe einfach immer, immer mehr Kurse gemacht. Das Schlimm, also Schlimmste, schlimm kann man nicht sagen, aber das, was so deprimierend war, ist halt, dass die Leute dann halt manchmal kommen, wie sie halt so Lust haben. Und manchmal melden sie sich ab, manchmal melden sie sich gar nicht ab. Und eigentlich hatte ich genug Leute, um sogar daran zu verdienen. Aber wenn dann in der Woche immer 10, 15 fehlen, dann war es wirklich so, dass ich manchmal die Miete gar nicht drin hatte. Also klar, ich hatte immer den Verdienst mit Physio, wo ich mit diesen Prozenten eben, je nachdem, wie das andere lief, halt bis maximal 3.500, eher manchmal 2.000, 2.500 für das, dass ich halt doch, ja, sicher 15 bis 20 Stunden in Physiopraxis stand und dann aber noch 19 Stunden unterrichte. Und eben, ich habe ja zwei kleine Kinder. Das irgendwie alles unter einen Hut zu bringen, ja, war sehr, sehr schwierig und wirklich mit der Zeit extrem frustrierend und sehr deprimierend. Also für mich, ich habe wirklich so einen Punkt gehabt, wo ich gemerkt habe, hey, also entweder mache ich jetzt so weiter und dann irgendwann mal sagt mein Körper und meine Psyche und jetzt nicht mehr oder ich muss was ändern. Und dann kam eben das Master-Level zum richtigen Cool. Zeitpunkt. Cool. Nochmal, um die Leute abzuholen, von welchem Instagram-Post du gesprochen hast. Da ging es darum, da habe ich ja drüber gesprochen, mache jetzt nicht die nächste fachliche Ausbildung, ne, THX oder Genau. Yoga, sonst was, weil man dadurch denkt, man bekommt neue Kunden. Aber im Endeffekt ist das ein falscher Glaubenssatz. Man bekommt dadurch eigentlich mehr oder weniger dieselben Kunden, vielleicht kommen ein, zwei Kunden dazu, aber so wirklich ein vernünftiges Business oder der Verdienst, das da höher wird, wird dadurch nicht erfolgen.
Und jetzt hast du darüber gesprochen, deprimiert oder du wusstest nicht weiter. Was war dann doch der Grund, dass du dich gegen die nächsten fachlichen Ausbildungen entschieden hast und gesagt hast, okay, jetzt fange ich bei Peter, bei dem Business Coaching überhaupt an? Welcher Gedanke kam dir in den Kopf, der gesagt hat, jetzt muss ich das machen, ich habe keine andere Wahl mehr oder vielleicht ging dir was anderes durch den Kopf? Nein, es war wirklich so. Irgendwie so, eben ich muss was verändern, aber ich brauche wieder Unterstützung, eben was muss man verändern? Weil ich hätte mich wirklich in eine nächste fachliche Ausbildung gestürzt und nochmal und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und das war wirklich der Grund der Auslösung, wo ich gesagt habe, hey, ich habe es ja jetzt schon probiert, ich hatte noch ein, zwei Kurse, die ich angeboten habe. Und das war ja so einfach, ja, dann machst du dann einen Kurs mit nur zwei, drei Leuten und dann stehst du wieder da und denkst, ja, super, also jetzt verdiene ich überhaupt nichts, sondern zahle drauf, dass ich irgendwie die Stunde geben kann. Und da war für mich klar, irgendetwas muss ich ändern, nur eben was. Und da brauchte ich ja irgendwie Unterstützung. Und es war auch wirklich, wirklich nicht einfach für mich. Ich weiß, wir hatten auch zusammen das Gespräch, wo du gesagt hast, hey, wenn du nichts ändern musst, dann hör auf mit dem Master-Level, bringt ja gar nichts. Und das war dann nochmal so das Wachrütteln, wo ich gesagt habe, doch, doch, ich muss was ändern. Aber es ist manchmal ja auch schwierig, dann so das Alte loszulassen, weil ich habe ja unfassbar gerne diese Kurse gegeben. Kein Thema. Also das habe ich wirklich mit Herzblut gemacht, mit Leidenschaft, aber ich habe wirklich gemerkt, hey, nee, es erfüllt mich so nicht mehr. Im Gegensatz, es macht mich wirklich kaputt. Und deshalb war es für mich so klar, okay, ja, manchmal braucht man auch einen Arschtritt von euch. War super zwischendurch. Ja, und so konnte ich mich wirklich dann echt auch öffnen und auch so das Vertrauen wieder fassen, irgendwas. Weil am Anfang dachte ich echt, so ein Riesenberg und ja, aber die Energie habe ich doch gar nicht, um jetzt da irgendwie voll in was Neues zu stürzen. Aber so wirklich, es war dann so Schritt für Schritt. Und das finde ich so cool, dass die Anleitung so wirklich Schritt für Schritt ist. Und ich musste auch ein paar Mal wieder einen Schritt zurückgehen. Und so, wartet, wie war das? Ah, ja, genau. Und jetzt kannst du wieder vorwärts gehen. Mega, ja, schön, da so einen Einblick zu haben, damit ich auch die Leute noch mal besser abholen kann. Du hattest ja gewisse Kunden, ne, in deinem alten Job. Und bei uns ist das so, wir holen unsere Kunden auch immer individuell ab. Entweder überlegt man sich, okay, ist Social Media der erste Schritt, mit dem man startet, weil man da schon eine Kundschaft aufgebaut hat oder sich positioniert hat oder komplett neu anfängt. Bei dir war das ja eher so, du hattest ja schon einen gewissen Kundenstamm, aus Genau. deiner früheren Trainerin-Karriere. Und da hattest du natürlich, als ich gesagt habe, hey, du musst jetzt als erstes so ein Transformationsprodukt anbieten, weil man Resultate besser verkaufen kann. Da kam ja oft dieser Einwand, ich verliere meine Kunden oder die werden mir das nicht bezahlen. Was war da die größte Angst bei dir, wo du dachtest, ey, ich mache das doch noch nicht. Ich will kein Produkt anbieten, das teurer ist. Ich will keine Transformation anbieten. Ich habe Angst, dass meine Kunden wegrennen. Also welche Angst war da die größte, dass du dachtest, okay, das dauert noch. Ich mache das jetzt nicht sofort, was Peter sagt. Ja, wirklich, dass ich, die größte Angst war, dass ich dann eigentlich alleine dastehe. Eben, dass, blöd gesagt, ja, diese Kunden, die ja bei mir waren, logischerweise weg sind, weil die das nicht bezahlen möchten. Und wirklich so die Angst am Anfang, ja, wo hole ich dann irgendwie die neuen Kunden? Und am Anfang war es auch so, ja, du hast ja doch eine Zeit lang mit ihnen gearbeitet. Also irgendwie liegen sie dir auch so am Herzen. Und dann dachte ich so, ja, kann ich jetzt so krass sein und sagen, hey, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Ja, such dir sonst was anderes. Komm in mein Coaching, wenn du noch mit mir arbeiten möchtest. Das war dann wirklich so die zwei größten Ängste. Stehe ich einfach alleine da und sind irgendwie alle dann so dermaßen böse mit mir? Und es heißt dann, hey, also zu der musst du dann gar nicht gehen, die lässt dich dann irgendwann mal fallen. Das waren so die größten Ängste, die ich wirklich hatte. Und was ist stattdessen passiert? Also erstens vielleicht die Leute nochmal abholen. Was haben wir dann getan? Klar, das erste hast du schon gesagt, dass wir die Glaubenssätze verändern mussten. Das haben wir ja Genau. wahrscheinlich in den
am meisten und am ehesten weniger in der Online-Plattform gemacht, sondern eher in diesen One-on-One-Calls, wo wir miteinander gesprochen haben. Nee, bitte tu das so, mach das so. Woran liegt das? Diese Ängste, da haben wir versucht, diese Ängste aufzuarbeiten und eben die neuen Glaubenssätze einzutrichtern, an die du wirklich glaubst. Und als du es dann daran geglaubt hast, was hast du dann gemacht? Was war da der nächste Schritt? Ja, erstens habe ich gedacht, okay, ich muss ja nicht wirklich wie alles blöd gesagt fallen lassen. Ich habe die Kurse aufgebaut. Es war mir klar, ich kann aber so nicht weiterarbeiten. Aber ich habe gedacht, okay, ich kann es ja mal ausschreiben. Vielleicht gibt es ja nette, tolle Damen oder Herren, die gerne Kurse unterrichten, weil der Raum brauche ich sowieso für mein Coaching. Dann habe ich gedacht, okay, wenn ich ja jemand finde, dann können die, die trotzdem weiter trainieren möchten, ja dort trotzdem weiter trainieren. Also, dass ich die wie nicht ganz, ganz fallen lasse in diesem Sinne. Und das habe ich ja dann auch gemacht und habe auch zwei wirklich tolle gefunden, die das Rückentraining und jetzt gerade Pilates dann übernommen haben. Ich selbst, die HIIT-Stunden habe ich behalten, weil das auch so ein bisschen natürlich in mein Coaching reinkommt. Und das war so das Erste, wo ich gemerkt habe, aha, ja, ich kann da irgendwie gut das Ganze managen. Und andererseits hatte ich ja die Physiopraxis, und die habe ich ja immer noch, weil das generiert mir ja schon ein bisschen auch meine Kundschaft. Aber auch da war es dann, okay, ich kann ja nicht. Oder ich möchte ja nicht auch da irgendwie jeden annehmen. Dann schlage ich mich wieder irgendwie mit Kniepatienten rum oder mit Fußpatienten oder Schulterpatienten. Und die sind dann eigentlich nicht meine Zielgruppe, wenn ich mit wirklich Menschen mit irgendwelchen Rückenproblemen arbeiten möchte. Und das ist dann auch nochmal als Physio zu sagen, hey, ich meine, dann hast du irgendwie 10 Anrufe und 9 Leuten sagst du dann wirklich ab. Hey, sorry, nee, ich mache das nicht mehr. Das war am Anfang natürlich sehr schwierig, weil ich war immer eine, die hatte so Probleme mit Nein sagen. Und da musstest du wirklich eben jeden zweiten irgendwie Nein sagen. Aber zwischendurch musste ich einfach wieder sagen, okay, für was machst du das? Was mir wirklich auch energieleveltechnisch so wirklich nicht so gut ging, war es für mich wie klar, also ja, das ist der richtige Weg und jetzt musst du da einfach durch. Und das geht irgendwie. Und ja, das hat mich dann irgendwie so vorangetrieben. Cool, ja, freut mich mit einem sehr guten Resultat, ne, wie ich ja schon von dir selbst erfahren habe und auch bei uns in der Gruppe. Und bezogen auf das Produkt, wenn ich das richtig verstanden habe, beziehungsweise deine Dienstleistung, damals, da hast du dich pro Stunde bezahlen lassen, wie auch bei den Group Fitness Kursen oder eben pro Patient, pro Session in dem Sinne. Und was hast du jetzt gemacht? Weißt du, der Unterschied zwischen dem Angebot, das du damals hattest, wo du alle angenommen hast für einen bestimmten Stundenlohn und wo du jetzt so viel Nein sagst und dich eher spezialisiert hast auf eine Nische, was ist da der Unterschied? Ja, jetzt ist es wirklich so, dass Sie ein Gesamtpaket eben dann buchen können, wo jetzt mal einfach jeweils immer über 3 Monate geht. Was einerseits jetzt physiotechnisch einfach einen wirklich höheren Stundenansatz gibt, weil wir Physios nicht wirklich, wirklich gut bezahlt werden. Da können wir ja auch nichts machen. Wir haben ja unsere Taxpunktwerte. Und andererseits im Training war dann so, die haben dann auch schon ihre Abos, aber so, ja, ich musste ja da auch wie dumm gesagt so ein Zückerling geben und habe gesagt, okay, wenn du ein 3-Monats-Abo hast, hast du 12 Mal, die du kommen kannst. Und wenn die 12 Mal vorbei sind, dann ist dein Abo einfach vorbei. Nur eben, wenn sie dann nie erscheinen, dann bleibe ich einfach halt mit 0 sitzen. Und jetzt ist halt so, die haben ganz klar mit Einzelcoaching, mit Gruppencalls, mit Gruppentrainings. Jeder darf so wie ein bisschen auch selbst entscheiden, eben möchte ich noch mehr Ernährung dazu, möchte ich irgendwie noch individueller arbeiten. Dementsprechend sind auch die Preise nicht nur einfach ein Preis, sondern sie sind etwas variabel, kann eigentlich
habe ich so ein Grundgerüst, aber jeder kann sich wie noch so ein bisschen etwas dazu bauen. Was möchte ich nicht? Aber da ist klar, die haben einfach den Preis für die 3 Monate und die 3 Monate sind dann vorbei. Die sind dann nicht erst in 4 oder 5 Monaten dann einfach weg. Und der Unterschied ist wirklich, die kommen auch. Also natürlich gibt es ja auch mal, dass jemand krank ist, klar. Aber jetzt über das Gesamte bis jetzt, wie ich gestartet habe und ich das sehe, ist auch ein ganz anderer Ansporn seitens der Kunden. Also das merkt man auch. Die anderen, die wollten auch, ja, ich trainiere, damit ich ein bisschen fitter werde und so. Aber die haben wirklich selbst schon ganz andere Vorstellungen und Ziele und so. Wir haben das wirklich erarbeitet, dass sie das eben wirklich möchten, weil sie müssen auch viel, ich sage jetzt auch im Alltag mal umsetzen oder umstellen, was ja, wie man es kennt, viele sind gerne einfach in ihren eigenen Routinen drin. Und das habe ich gemerkt, wenn sie sich entscheiden, halt so viel Geld für etwas auszugeben, dann machen sie es halt aber auch eben richtig, weil es ist ja ihr Geld, das sie sozusagen investiert haben. Stimme ich dir auch voll und ganz zu, dass du auch diese Erfahrung machen durftest, weil ich bringe ja auch den Menschen auf Social Media und bei uns im Coaching bei, wenn man ein Resultat verkauft, ein Ergebnis verkauft für eine gewisse Summe, ist das Kundencommitment durchaus höher, also viel höher, als wenn sie es entweder kostenlos machen oder eben es auch viel schwerer, eine Stunde zu verkaufen als ein Ergebnis. Und ich weiß, dass du am Anfang auch ein bisschen Sorgen hattest oder Schwierigkeiten hattest, wie verkaufe ich denn jetzt dieses Ergebnis an die Leute, was ich denen dann verspreche? Und jetzt kannst du vielleicht sagen, war es sehr schwer, wie hat es sich angefühlt, ab wann hat es sich gut angefühlt, diese Summe zu nennen, um den Leuten eben ein Ergebnis, ein Resultat zu verkaufen, statt zu versuchen, die pro Stunde an sich zu binden? Ja, es war wirklich am Anfang, also das Allerwichtigste für mich war, wieder so zu meinem Plan zurückzukommen und wirklich auch mir einzugestehen, hey, du hast diese Fähigkeiten, diese Leute ans Ziel zu bringen. Weil ich habe das eben, wir hatten auch mal einen Call, ich habe es wie zwischendurch ja ein bisschen verloren. Und ich merkte von diesem Zeitpunkt an, wo ich so die Selbstsicherheit verloren habe, habe ich auch die Kunden nicht kriegen können. Weil sie kamen dann, ja, also ich habe gehört, du machst ja das Coaching und so, aber ja, also für irgendwie fast 3.000 Franken, das mache ich doch nicht. Ich kann ja zu dir einfach in ein Gruppenfitness kommen, zahle irgendwie für 3 Monate 280 Franken. Und die sagen, es geht ihnen ja auch besser. Und da habe ich mich so verloren und irgendwie gedacht, oh shit, ja stimmt, ja das stimmt, ja denen geht es ja schon besser. Und da musste ich mich wirklich wieder zurückholen und selber wirklich sagen, hey, nein, du hast die Fähigkeit, mit dem, was du alles anbietest, die an ein ganz anderes Ziel zu bringen, wie die, die einfach kommen, dass ihnen natürlich auch besser geht. Ich meine, sie wurden fitter, kräftiger, alles. Aber das war so für mich, okay, das muss ich machen. Und dann waren die Gespräche ganz anders. Und die ersten 1, 2, 3 Gespräche, so nach meinem kleinen Zwischenfall, habe ich gedacht, okay, sieh mal, wie es dann funktioniert. Und das war, glaube ich, entscheidend, dass die 2, 3 ersten Gespräche danach super liefen und ich wirklich in diesem Bereich dann bestärkt wurde. Und wenn du natürlich dann dieses Erfolgserlebnis hast, dann gehst du ganz anders in die nächsten Gespräche rein. Also ich weiß, ich hatte, glaube ich, vor jedem Gespräch war ich sowas von nervös und diese Woche hatte ich 5 Gespräche, dass ich habe so das Gefühl, das läuft dann einfach so, ja, natürlich und los. Und am Anfang natürlich hatte ich da auch 1, 2, die sagten, nee, das ist jetzt doch nicht meins. Und das musste ich dann einfach nicht persönlich nehmen. Weil am Anfang nahm ich es auch persönlich, da habe ich gesagt, okay, ich muss es nicht, sie zweifeln ja nicht an mir, an meiner eigenen Person, sondern eben das Geld ausgeben an der Person, ja, zieht sie es durch oder nicht? Und ja, so konnte ich wirklich Schritt für Schritt selbst die Sicherheit holen und merken dass, und spüren, dass
die Gespräche, ich glaube, ich hätte es mal aufzeichnen sollen, so das erste Gespräch und wie ich jetzt mit den Leuten spreche. Ich habe auch das Gefühl, ich brauche so die Hälfte der Zeit, um sie zu überzeugen. Vorher war so, ah, ihr wartet so und vielleicht das braucht es noch und so. Und jetzt kann ich sehr, sehr klar strukturiert und die sagen sehr schnell, oh, geil, ja, machen wir oder nee, oder ich muss noch überlegen. Cool, ja, freut mich extrem zu hören, dass du solche tollen Erfahrungen gemacht hast. Hier zählt auch das Sprichwort oder kommt auch gut wieder, was der Beweis, dass er funktioniert. Nur Übung macht den Meister, ne? Nummer eins. Und eben, dass man erst neue Dinge erleben kann, wenn man überhaupt Dinge tut, um eben ein neues Gefühl zu erleben. Also wenn du nie in so eine Gespräche gehst, kannst du ja auch nie wissen, wie fühlt sich das an? Was für ein Ergebnis kann daraus entstehen? Deswegen gefällt es mir auch immer zu sagen, je größer die Angst oder die Herausforderung, wenn du die dann meisterst, kann etwas Schönes, Unvorhersehbares entstehen. Und wie bei dir jetzt eben ein funktionierendes Business, wo du happy bist, wo die Kunden happy sind. Und jetzt hast du viel mehr gelernt und wer weiß, was dann noch auf dich zukommt. Genau. Und jetzt werden wir ja bald mit Social Media auch starten. Das wäre bei dir der nächste Punkt, weil jetzt hast du ja alles regional abgeschlossen, Mundpropaganda, genau. Die Leute sind zufrieden mit deiner Arbeit. Das ist ja auch ganz wichtig, ne? Wenn man solche Resultate anbietet und dann so 2-3 Monats Transformationen. Wenn die Leute dann ein Kundenergebnis bekommen, was sie sich schon immer gewünscht haben, das spricht sich natürlich rum. Und dann hast du dieses Material, um neue Kunden zu bekommen. Und durch diese ganze Arbeit mit dem Kunden lernst du auch deine Zielgruppe besser kennen, wie sie sprechen und kannst jetzt all das Wissen, was du jetzt erlebt hast in den letzten 3, 4, 5 Monaten, super nutzen, um auf Social Media einfach nicht mal zu lügen, nicht mal nachzudenken, nicht mal irgendwas Fantasievolles schreiben müssen, sondern du musst einfach deine Geschichte erzählen und die Geschichte deiner Kunden. Und das war's. Das ist so einfach. Du musst nämlich einfach nur das sagen, was du erlebt hast. Und das können Menschen einfacher, als wenn sie sich irgendwas aus der Nase ziehen müssen, natürlich. Ja, genau. Und deswegen bin ich mir sicher, dass auch dieser Weg bei Social Media jetzt auch nochmal dein Business nochmal nach vorne bringen wird. Und meine letzte Frage an dich wäre, ja, wenn jemand in so einer Situation ist wie du, ne, der jetzt nicht zufrieden ist mit seiner Trainerselbstständigkeit, egal aus welchem Grund, warum sollte er bei uns so ein Coaching in Anspruch nehmen, in deinen eigenen Worten? Wirklich um so einen Plan, weil in diesem Sinne bist du ja wirklich dann so planlos. Du weißt, aha, es ist nicht meine Situation, wo ich drin sein möchte, aber man ist ja planlos. Und ich finde, dieses Coaching gibt dir wirklich mal einen Plan, einen wirklich roten Faden. Sind so, so, so viele Bereiche, wo zusammenkommen, natürlich mit den Calls, aber auch eben in den Einzelgesprächen. Du kannst wie wirklich individuell dort ansetzen, wo es genau hakt. Und genau das hat auch mich selbst ja dann weitergebracht. Wenn man dann irgendwie, weiß auch nicht, irgendwo über etwas spricht und sagt, ja, aber jetzt bin ich ja gar nicht genau in diesem an diesem Punkt, das bringt mir jetzt wie irgendwie nichts. Das finde ich so, diesen Plan zu haben, diese Unterstützung zu haben, eben auch mal zwischendurch einen Arschtritt zu bekommen oder eben auch halt diese positive Unterstützung, wo man sagt, hey, eben du siehst, es funktioniert. Oder eben auch nicht immer um das irgendetwas drum herum zu reden, sondern hat eben auch konfrontiert werden, okay, wenn du es nicht willst, weißt du was, dann lass es doch. Nee, stopp, ich wollte es ja wirklich, wirklich. Das bringt schon sehr, sehr, sehr viel. Cool, danke dir für deine Offenheit. Das haben wir auch gemerkt, die genau diese Erfahrung gemacht, dass es im Coaching auch Dinge gibt, wo man sich unsicher ist. Soll ich das jetzt tun? Soll ich das nicht tun? Und da versuchen wir in dem Sinne Verantwortung übernommen und euch diesen Arschtritt zu geben. Doch, tu das so, das sind unsere Erfahrungen, das hat funktioniert, das funktioniert. Du bist das beste Beispiel auch dafür. Corinna, das war's von meiner Seite. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Wir haben ja noch einiges vor jetzt auch mit Social Media, da das Business weiter voranzutreiben. Und ich bin sehr gespannt auf die Reise mit dir. Ja, danke vielmals. Super, dann sage ich einmal Ciao an der Stelle und für alle anderen, die Interesse haben,
hier unten. Könnt ihr gerne ein Gespräch buchen mit mir oder einem Mitarbeiter aus meinem Team. Der wird dann mit euch analysieren, ist das Coaching was für euch oder eben nicht. Egal, was ihr tut, ihr habt nichts zu verlieren, viel zu gewinnen. Ihr wisst einfach direkt, was Sache ist. Also es lohnt sich, mit mir oder mit jemandem aus meinem Team zu sprechen. Auf dem Sinne, bis bald. Ciao, ciao. 5, 6, 7, 8.